Hallo Leute, heute hatten wir auch die hilfesuchende Person, die begleitet werden musste. Und da habe ich mich heute früh schon auf den Weg gemacht und auch zweimal diese hilfesuchende Person heute gefunden. Und sie wollte auch zweimal Hilfe, weil es kann bei dieser Person hier auch anders ausgehen, wie ich schon im Video mal drin hatte, dass das ein Hinterhalt wäre. Aber hier war es heute wirklich zweimal bei Tumbleweed gewesen, dass sie wirklich Hilfe brauchte, und da hat sie sie begleitet. Also es gibt da verschiedene Missionen, die man machen kann. Ich habe euch insgesamt fünf Locations rausgesucht, wo ihr hilfesuchende Personen antreffen könnt. Es ist noch eine sechste Location hinten dran, aber die habe ich noch nicht überprüft, und die sechste Location hinten, die allerletzte, die heute im Video kommt, die kann ich euch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zusagen. Aber ich habe sie mal mit reingenommen. Aber ich präsentiere euch hier offiziell fünf Locations, wo man hilfesuchende Personen antreffen kann und die man dann begleiten kann. Und zwei habe ich davon hier im Video festgehalten. Das ist hier die erste bei Tumbleweed. Und die zweite folgt jetzt auch gleich bei Blackwater. Ihr bekommt auch jedes Mal XP und Gold dafür. 0,2 war das jetzt sowieso heute für die tägliche Herausforderung, aber bei dem Typen, dem wir da bei Blackwater helfen durften, also sie jetzt, die rothaarige Xbox-Person, sie hatte da jemand bei Blackwater beschützen können. Ihr seht, das ist hier alles irgendwie am Fluss, ist das ein bisschen höher gelegen. In der Nähe von Blackwater. Ich habe nämlich damals vergessen, die ganz genaue Position auf der Karte zu markieren. Aber wenn ihr diese Position sucht, werdet ihr sie auch finden. Ihr müsst immer auf diese weißen Punkte achten, die auf der Karte aufploppen, wo dann hilfesuchende Personen auftauchen. Das Ganze, fällt mir gerade ein, kann auch in dieser französisch klingenden Stadt passieren, in Saint-Denis. Und da könnt ihr auch absolut eine Person in den Straßen von Saint-Denis, könnt ihr die antreffen und ihr dann helfen. Und das war jetzt hier halt Blackwater, und sie musste den Typen nach Thieves Landing bringen. Damit war die Mission erledigt, Mission abgeschlossen. Und jetzt achten wir nochmal drauf, ob sie jetzt wirklich da Gold bekommen hat. Nicht, dass ich euch hier was Falsches erzähle, aber da kommen die 0,2 Gold und 12.230 XP, die hat sie da auch bekommen. Und das ist hier ungefähr die Location. Nagelt mich jetzt auf die Location da nicht fest. Das müsste irgendwo hier an der Küste sein. Nicht so weit rüber zur Puma Location. Und das ist hier die dritte Location am Dakota River, beim letzten R von River. Dort in der Nähe könnt ihr auch eine hilfesuchende Person antreffen. Des Weiteren hier bei La Grasse, dort bei dieser Halbinsel, könnt ihr eine hilfesuchende Person antreffen, die beschützt werden muss. Und hier habe ich noch bei dem Grizzlies, unter dem E von Grizzlies, da könnt ihr auch noch eine Person antreffen, die Hilfe braucht. Und jetzt kommt die letzte Location. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist jetzt nicht absolut bestätigt, ob jetzt das jetzt wirklich eine ist oder ob das nur ein Endpunkt ist. Aber jedenfalls fünf Locations hier im Video. Ich sag mal, ciao.